Jim, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Feuerwehr. Telegramm von Göring. Ja. Er schreibt: Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesinnung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann abgeschnitten. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille Faulpelz! Dieser Wagen mit der Handlung zum Feldwagen! Guten Tag, Frau Jung. Speer. Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten.